Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Deponia Doomsday. So, wir haben in der letzten Folge versucht, Toni zu versöhnen und wir haben ihn wieder blöd angestellt oder Bug gefunden. So gut, wir gehen jetzt aber erstmal hier raus, weil wir nichts mehr machen können. Könnten wir hier Tuck einfach die Rakete geben als Selbstverteidigung? Ich will die beiden mal nicht ablenken. Sie sollen sich komplett und ungestört auf unsere Mission konzentrieren. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es wurde ja gesagt, haben wir... Also einen Schraubschlüssel haben wir jetzt. Stimmt, den hatten wir ja bekommen, bevor wir in die Zeit zurückgereist sind, mehrmals. Also wurde er ja nicht resettet. Können wir jetzt hier mit dem Schraubenschlüssel den Hahn abschrauben? Rufus, du kannst doch nicht den Hahn vom Brandbeschleunigertank abmontieren. Doch, das geht. Guck mal. Aber jetzt läuft alles ins Fundament. Oh wei, dabei klang die Idee erst so gut. Aber kein Problem. Ich krieg das wieder hin. Hast du eine Flex? Ach, weißt du was? Lass es erstmal so. Ich bring das später in Ordnung. Du bist der Burner, Bernhard. Okay, nichts mehr raus, bevor das in die Luft fliegt. So, jetzt nennen wir einen Hahn. Also haben wir einen Hahn. Und können auch den Hahn bestimmt dann hier beim Honigspender haben. Oder? Passt. Gut, dann gehen wir doch jetzt mal in die Kneipe, holen uns mal den Bart ab. Hallo Lotti. Bart? Honigspender? Und dann können wir den bestimmt den Hattenjungen dann kleben. Als hätte ich Lotti noch nicht genug Honig um den Bart geschmiert. Oh Gott. Klebriger Bart? Hey, du Rattenjunge. Du sollst also einen Rattenmann darstellen? Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Na, wie fühlt sich das an? Albern. Erwachsen, genau. Was? Also, benimm dich bitte auch entsprechend. Okay, faul aufs Leben. Dann lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Natürlich. Diesen erwachsenen Rattenmann hier. Das geht nicht. Das ist ein Spiel für Erwachsene. Ich bin erwachsen. Genau. Man erkennt es am dichten Bartwuchs. Du vergisst, dass ich die ganze Zeit neben euch stand. Das ist nicht sein Bart. Was könnte männlicher sein, als einem Fremden den Bart zu klauen? Ich sage, er spielt mit. Das könnt ihr nicht über meinen Kopf hinweg entscheiden. Hast du kürzlich in den Spiegel geguckt? Um ehrlich zu sein, hängt er ein wenig hoch. Ist ja schon gut. Er darf spielen. Oh, Junge. Ich meine... Oh, Mann. Auf die Plätze, Faulobst bereit und legt. Ach, Tic-Tac-Toe ist das. Nein! Wir haben einen Gewinner! Schiebung! Der Rattenmann hat seine kleinen Freunde abgerichtet. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich fordere eine Revanche! Du weißt offenbar nicht, wann du aufhören musst. Ich kann dich immer wieder besiegen. Räum ruhig weiter, Captain Knusperzahn. Na dann, noch eine Runde. Wie ihr wollt. Auf die Plätze. Faulobst bereit. Legt. Gut, dann machen wir jetzt einfach mal die Mitte. Sagen einmal hier. Aber hier. Einmal hier.
hier, weil dann ist... Ha! Ich habe es. Weil jetzt... Tada. Ja, jetzt hat Rufus gewonnen. Abwarten. Ich verlange eine Revanche. Ha! Vergiss es. Wenn ich mich recht entsinne, dürfen Kinder nämlich gar nicht am Spiel teilnehmen. Und zufällig weiß ich, dass ich hinter diesem zugegebenermaßen recht überzeugenden Kostüm nur ein kleiner, hässlicher Junge versteckt. Hey. Tja, Regeln sind Regeln. Her mit dem Hauptgewinn. Hm. Upsi. Das war doch Absicht. Na, warte. Aua. Die blöde Ratte hat mein Jagddiplom verschluckt. So ein Pech. Das war leider mein letztes. Pech? Vielleicht. In jedem Fall schmunzelte der Rattenmann vielsagend. Seine Arbeit hier war getan. So, vielleicht können wir sagen, wir brauchen schon ein Jagddiplom, wenn wir einfach sagen, ja guck mal, wir haben eine Ratte gefangen. Hier, schau mal zu. Die Ratte hat mein Jagddiplom gefressen. Warum so geknickt? Du hast dein Jagddiplom benutzt, um eine Ratte zu fangen. Dafür ist es doch da. Und Kleintiere sind knifflig. Selbst Profis greifen da normalerweise zu Hochpräzisionsblasrohren. Wozu bräuchte ich noch mehr Beweise? Du bist ein waschechter Großwildjäger. Echt jetzt? Ja. Na klar, du kannst dir gerne jederzeit die Elefantenbüchse ausleihen. Wow. Danke. Und wenn ich hier mit Grillen fertig bin, können wir uns Jagdgeschichten erzählen. Wir flechten uns Hasenpfoten ins Haar und zeigen uns unsere Jagdnerben. Ach, zu schade, da habe ich schon was vor. Was einfach mal so eine Viertelstunde auf dem Klo mit dem 3DS und eine Runde Pokémon ausrichten kann. Ich weiß nicht. Kann ich mir die Elefantenbüchse ausleihen? Tja, jetzt, wo du auch ein Großwildjäger bist, klar, warum nicht? Aber sei vorsichtig mit dem... Zu spät. Du hast schon Ja gesagt. So, neuer Versuch. Tag, hier, da hast du eine frische Wumme. Gefreiter Tag, du bleibst hier und bewachst den Eingang. Ha, guter Versuch. Die Wumme ist ja gar nicht geladen. Widersprechen Sie etwa einem Vorgesetzten, Gefreiter? Das gibt 2 Wochen Küchendienst. Können wir da einfach... Das Schwarzpulver in der Rakete könnte ich gut gebrauchen. Aber dafür müsste ich es erstmal da rausbekommen. Okay. Können wir das in dem Kartoffelhalbierer machen? Geht das? Diese Maschine erfüllt nur einen einzigen Zweck. Hm. Kartoffeln halbieren. Kann ja nicht jeder so ein Multitalent sein wie ich. Okay. Verdammt, ich bin gerade am Überlegen, wetten von... Ah, ja, ich weiß nicht wieder, wo wir den Schrott her hatten. Vielleicht können wir aus der Elefantenwumme da, aus der Wumme generell, eine Schrottpatrone machen. Also eine Schrottwaffe, hier so eine Shotgun. Aber dafür brauchen wir erstmal Schrott. Also ab zum Schrottbeutel. Das wäre zumindest... Stimmt. Okay. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Das wäre zumindest nicht logisch, aber Deponia logisch. Oder Dedelic logisch. Noch nicht. Zuerst muss da Pulver in die Büchse. Ja, okay. Ich schau mal gerade. Ah, einfach mit der Schere die Rakete aufritzen. Schwarzpulver? Jetzt fehlt nur noch Munition und eine Möglichkeit, alles in den Lauf zu stopfen. Schrot? Klappt doch. So, jetzt muss nur noch alles in den Lauf gestopft werden. Okay, jetzt haben wir eine Wumme mit Cheesepulver und Schrot. Warte mal. Ich glaube, wisst ihr, was wir jetzt brauchen? Wir brauchen jetzt diesen Flaschenreiniger, ganz bestimmt. Das heißt, wir dürfen alles mal von vorne machen.
Okay, also, wie war das? Lonzos Kneipe? Und da müssen wir Dart gewinnen für den Stromumkehrer. Strohhalm auch. Wir wegen dem Gefäß. So, nochmal den Dart-Pfeil. Und gewinn mal den Hauptgewinn. So, ein bisschen Elan, Schmackes und Schwung. Tja, leider daneben. Was? Nee, unmöglich. Komm mir nicht so. Ich habe alles genauso gemacht wie beim letzten Mal. Ach, Rufus, man kann ein gutes Spiel halt nicht einfach so reproduzieren. Aha, na, das werden wir ja sehen. Jetzt aber. Und... Tja, leider daneben. So. Wir müssen jetzt... Also man muss präziser vorgehen. Ich denke. Können wir irgendwas kombinieren? Warte mal, hatte hier dieser. Der Zunder, hatte der nicht was über einen Hochpräzisionsblastpunkt gesprochen? Können wir das vielleicht kombinieren? Höha! Damit könnte ich ein prima Blasrohr basteln. Ah. Wenn ich ausreichend Zeit und Ruhe hätte und endlich das Gefühl in meine Fingerkuppen zurückkäme, vielleicht hätte ich doch nicht mitten in einem Knallgasschlot einschlafen sollen. Okay, vielleicht kann uns ja doch dieser Sohn dann helfen. Hallo Lotti. Du Sohn? Hallo Sohn. Audi Rufus, lange nicht gesehen. Sprich nur für dich. Kannst du mir ein Hochpräzisionsblasrohr bauen? Tja. Jetzt, wo du auch ein Großwildjäger bist, klar, warum nicht? Leider sind mir aber die Pfeile ausgegangen und die Blasrohre. Und die Bienen, aus denen das Nervengift gewonnen wird. Okay. Was soll der... Das, ich... Oh, mach dir darüber. Hatte ich nicht... Na da... Das hatte... Hier hast du einen Dartpfeil? Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? Lass das mal den Profi beurteilen. Das ist ein ordentlicher Pfeil. Genau richtig für ein Hochpräzisionsblasrohr. Sobald du mir den Rest bringst, bekommst du dein Blasrohr. Hallo Sohn. Audi Rufus. Na dann? Das hat... Ich hatte gerade mit dem gesprochen. Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? Lass das mal den Profi beurteilen. Das ist ein ziemlich miserables Blasrohr. Aber für einen begabten Großwildjäger würde es vielleicht ausreichen. Sobald du mir den Rest bringst, bekommst du dein Blasrohr. Okay, der braucht jetzt nur noch das Bienengift. Bienen sind ja hier, aber wenn wir das aufmachen, hängen die ja an Rufus fest. Also, Hey, was ist das? Was gibt es da zu lachen? Nichts. Im Gegenteil, du trägst es wie ein Mann, Rattenmann. Ich nehme alles zurück. Okay, die Bienen setzen sich dann in den Bart vom Rattenmann und wir kriegen das Wachs als Nervengift. Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? In deinen Träumen. Naja, die sind in letzter Zeit ziemlich präzise. Okay, da fehlt dann noch irgendetwas. Was könnte da fehlen? Was könnten wir mit dem Wachs machen?
glaube, ich versuche jetzt mal jeden den Bugs anzudrehen. Wenzel? Aber Rufus, was soll ich denn damit? Na was schon? Wachsen! Wachsen? Ach so. Okay, dieses schlechte Wortspiel hat mich auf eine Idee gebracht. Lotti möchte doch die Beine rasiert haben. Und nur Waxing ist Sex. Ja, ich höre schon auf mit dieser schlechten Werbung. Jo, Lotti, bist du Lust auf ein bisschen Waxing? Vielleicht hilft das hier gegen deine Beinbehaarung. Ein Versuch ist es wert. Diese Pein! Diese Agonie! Wenn du damit fertig bist, dich zu benehmen wie ein Mädchenpensionat, das geschlossen Pipi muss, kann ich deinen Rasierer ausborgen? Hier, nimm. Ich brauche ihn nicht mehr. Zumindest nicht, bis ich meine Beine wieder spüre. Alter, das ist sowas von verdammt schlecht einfach. So, jetzt haben wir einen Lady Shave. Lady Shave? Hätte eigentlich funktionieren müssen. Was können wir da mit dem Rattenjungen den Bart wieder abrasieren? Wo die Bienen dranhängen? Und jetzt stillhalten. Was? Hey, stopp! Na, wie fühlt sich das an, Rattenjunge? Was ist aus Rattenmann geworden? Das fragten sich viele. Er war nur kurz in der Stadt. Und er verschwand genauso leise, wie er gekommen war. Was? Aber sein kurzer Besuch hatte tiefe Nagespuren in ihren Herzen hinterlassen. Was? Was zum Teufel? Ah, jetzt haben wir Bienen. Kann man jetzt den Bienen das Nervengift machen, oder? Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? Lass das mal den Profi beurteilen. Ja. Das sind gute Bienen. Genau richtig für ein Hochpräzisionsblasrohr. Ja, voll. Dann haben wir jetzt alles zusammen. Hier hast du dein Blasrohr. Viel Vergnügen damit. Ja, sehr schön. Ab zum Tunnel. Und damit müssten wir jetzt hier aber treffen können. Naja, dann halt so. Ja, gut. Okay, ein Drosselweed und ein Stromumkehrer. Hey, da drin gibt's Freibier. So. Hier, Nilbert. Der arme Lonzo. Stromumkehrer? So, wie war das jetzt? Ach, egal. Beim ersten Mal hat's ja auch so geklappt. Gilbert Mode. Alle Menschen müssen vernichtet werden. Aua! Was soll denn das? Wo ist Chilbot? Chilbot kann dir nicht helfen. Dieser Versager-Modus lässt sich nur im gedrosselten Betrieb aktivieren. Aber bevor ich mich von dir drosseln lasse, werde ich dich erdrosseln. Drossel? Nee. Ist für die Ewigkeit eingerastet. Drosselmied. Die Brutalitätslevel wird gesenkt. Modus wirken. Besser. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den Chillbot-Mode aktivieren kann. Wer kann das ja nicht sein? Gibt ja nur drei Hebel. Killbot-Mode. Kommen Sie näher und wärmen Sie sich am Feuer Ihres sympathischen Barbecue-Assistenten. Killbot-Mode.
Twinbot Mode. Willkommen in der Dimension des subtilen Schmerzes. Boah, aua! Was soll denn das? Ja, Vincent, ruhig. Du wirst noch viel mehr leiden. Mensch. Das? Twinbot Mode. Twinbot Mode. Killbot Mode. Killbot Mode. Twinbot Mode. Und das muss jetzt runter, dann haben wir Killbot. Killbot Mode. Halten Sie lieber Abstand. Hä? Aber müsste diese Einstellung nicht den Killbot aktivieren? Ja, Hans! Im Grunde schon. Aber durch das Drosselglied habe ich mir einen Prozessorunterkühlung zugezogen. Dann muss ich also nur das Drosselglied entfernen, um Chillbot zu erhalten? Das wäre zu freundlich. Thrillbot Mode. Thrillbot Mode. Manu, wie wird mir? Ich fühle mich plötzlich viel kräftiger. Es könnte ich dir mit nur einer Luftröhre einzudrücken. Warte! Ich will mir ja versehen. Oh, schade. Killbot Mode. Thrillbot Mode. Action! Realbot Mode. Thrillbot Mode. Thrillbot Mode. Twinbot Mode. Action! Realbot Mode. Action! Ah, jetzt haben wir's. Ich weiß gerade mal ein bisschen leiser, weil ich habe mich da versucht, so ein bisschen hier gedanklich zusammenzufassen, aber jetzt haben wir. Twinbot Mode. Kovacs Minigame Meister. Genieß die coole Atmo, Mann. Na endlich. Okay. Ein Glas. Eiswürfel. Oh, danke, Mann. Das war echt nötig. Und jetzt nix wie weg hier. Okay, jetzt können wir erstmal die Folge beenden. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.